heiße Christina Hallerer, ich studiere seit 2018 Wirtschaftsinformatik an der Fernefah. Ich arbeite im Global Application Team und bin weltweit für die internen Tools für die Entwickler zuständig. Also der wichtigste Beweggrund war für mich, dass ich meine Flexibilität nicht verliere. Das heißt, dass ich lernen kann, wann ich will und wo ich will. Zum Beispiel, wenn ich auf einer längeren Geschäftsreise bin, dass ich nicht denken muss, oh Gott, ich muss jetzt das Studium unterbrechen. Und das war für mich wirklich ein Beweggrund, ein Fernstudium zu beginnen. Ich habe mich für die Fernefah entschieden, weil sie doch auch sehr in der Nähe ist von meinem Wohnort, aber sie bietet mir die Flexibilität, wenn ich auf Geschäftsreisen bin oder wenn ich spät am Abend nach Hause komme, dass ich doch noch lernen kann und nicht ständig jeden Tag zur FH fahren muss. Das ist für mich ein großer Vorteil. Weil ich in meiner höheren Schule schon eine wirtschaftliche Ausbildung absolviert habe, danach in meiner Lehrzeit eine technische Ausbildung und jetzt mit dem Studium will ich eigentlich beides kombinieren und das Wissen noch vertiefen. Die Betreuung kann man sich so vorstellen, dass man jetzt nicht zur FH gehen kann und den Lehrenden suchen kann und Fragen stellen, sondern das passiert alles online. Das heißt, wenn man eine Frage hat, kann man es zum Beispiel in ein Nachrichtenforum schreiben oder sich einen Skype-Termin mit den Lehrenden und den Studenten ausmachen. Somit bekommt man auch sehr schnell Antworten, was ich persönlich gut finde, weil ich auch um 11 am Abend eine Frage stellen kann und vielleicht sogar noch eine Antwort bekomme. Das war für mich im ersten Semester sehr schwierig. Das heißt, da habe ich das Studium wirklich in Fokus gestellt neben der Arbeit und habe meine Freunde eher vernachlässigt. Das heißt, wenn ich einen Termin mit ihnen gehabt habe, habe ich gesagt, ich muss in einer Stunde schon wieder los und was für die Uni machen. Das hat sich aber immer gebessert. Das heißt, ich kann jetzt besser die Zeit einteilen für die Arbeit, für Studium und auch für die Freizeit. Und ich nehme einfach bewusste Pausen, um in die Natur zum Beispiel zu gehen. Ich profitiere am meisten, dass sich mein Zeitmanagement sehr verbessert hat. Das heißt, neben der Arbeit auch noch ein Studium zu managen, ist am Anfang sehr schwierig. Das heißt, jetzt weiß ich mittlerweile, am Montag werde ich ein bisschen länger arbeiten, dass ich am Dienstag mehr Zeit für die FH habe und dass ich auch meine Abgaben rechtzeitig beende. Das ist für mich ein großer Vorteil, sowohl persönlich, auch mit meinen Freunden und auch in der Arbeit. Ich arbeite zurzeit auch schon in der IT-Technik. Das heißt eigentlich, was ich jetzt lerne, mache ich schon teilweise, aber ich lerne es jetzt vertiefend. Das heißt, ich kann immer mehr Aufgaben übernehmen. Und das ist genau, wo ich hin wollte, dass ich nicht mehr nur oberflächlich im zum Beispiel IT-Support bin, sondern wirklich in die Architektur reinkomme. Und das ist schon ein großer Vorteil, dass man das Studium in der Arbeit bringt. Mein wichtigster Tipp an die Studierenden ist, seid offen für die Online-Welt. Es wird viel Online-Kommunikation auf euch zukommen, sowohl im Diskussionsforum, auch bei Skype-Terminen. Aber das könnt ihr sofort auch in eure Arbeitswelt integrieren. Und das Wichtigste vor allem, habt eure Termine im Auge.